Hallo Leute, hier ist Garten mit Rendite. Hier geht mal richtig die Hummel ab. Hier tanzt der Schmetterling von Blüte zu Blüte. Und es gibt Freipollen für alle. Und jetzt kommt der Film. Viel Spaß. Hi Leute, hier ist Toni vom Garten mit Rendite. Heute zeige ich euch mal, wie man hier so eine Thuja entfernt, wie ich da vorgehe. Wir werden die ja samt der Wurzel entfernen, nicht nur abschneiden, sondern richtig mit Wurzel entfernen. Und da haben wir wieder Platz für neues Obst. So, da hole ich mal das Werkzeug. Und am Ende seht ihr noch ein bisschen Bonusmaterial, wie das hinter den Kulissen hier abläuft und warum die Filme so lange dauern, warum man so viel Zeit benötigt. Das seht ihr am Ende dann. Die Thuja, die ich hier wegschneiden will, die ist ja richtig hoch. Ich denke mal 5, 6 Meter wird die locker haben. Das ist natürlich auch ganz schön aufwendig, weil rechts davon ist ja der Zaun. Das ist ja sowieso ein Sichtschutz. Da brauche ich auch die Thuja nicht mal als Sichtschutz eigentlich. Links ist die Hütte mit der Dachrinne. Also müssen wir ganz schön aufpassen, dass wir den Zaun nicht zerstören. Und auch, dass wir die Hütte oder die Dachrinne nicht zerstören, ne? Ich brauche auf jeden Fall hier die große Leiter, sonst wäre ich da garantiert nicht bis in die Spitze von der Thuja kommen. Da baue ich die mir mal auf. Bei der Leiter müsst ihr aufpassen, dass sie einen richtig guten, sicheren Stand hat. Ja, wenn die kippelt und ihr arbeitet da oben, da nicht, dass er das Gleichgewicht verliert und dass er dann abjubelt, ne? Da müsst ihr richtig aufpassen, dass sie sicher steht. Ja, jetzt fange ich ja erst mal an hier mit so einer gewöhnlichen Astschere. Da werden wir von oben her den Baum erst mal abtragen. Ja, da geht's mal los hier. Die Äste der Thuja, die sind ganz dünn. Die kann man eigentlich mit so einer handelsüblichen Astschere, da kann man die ganz einfach wegknipsen. Das wäre gut, wenn man vielleicht einen Helfer hat, der dann die unten die Äste gleich wegräumt, weil sonst da versumpft man dann in den ganzen Ästen, ne? Da bilden sich ganz schnell Riesenhaufen dann. Ich habe hier ein bisschen die Schwierigkeit, dass hier der Zaun noch da ist. Wenn ihr eine freistehende Hecke habt, da ist das natürlich viel einfacher. Wie gesagt, ich trage das ja hier so ab, weil ich ja auf den Zaun aufpassen muss und auf meine Hütte, dass ich da nichts zerstöre. Wenn ihr jetzt eine freistehende Hecke habt, da könnt ihr natürlich mit der Motorsäge die auf 2 Meter einkürzen gleich. Wenn ihr da genug Platz habt, dass die auch umfallen kann, ne, da könnt ihr die auf 2 Meter kappen. Und den Stamm, den würde ich auf 2 Meter lassen, damit man dann einen schönen Hebel hat, um die Wurzel rauszuhebeln. Wenn ihr dann den Stamm sägen wollt, da würde ich eine elektrische Kettensäge nehmen. Weil mit der Handsäge, da kommt er da kaum durch, das Harz, das verklebt alles. Ihr könnt die Säge gar nicht hin und her bewegen, das ist wirklich schwierig. Bei den ganzen Arbeiten hier, da müsst ihr auf jeden Fall dann auch schwindelfrei sein. Das seht ihr ja hier, da ist mein Kopf, der ist ungefähr in 4 Meter Höhe. Das klingt nicht viel, aber wenn man oben steht, ist doch sehr hoch. Jetzt, wo ich hier oben bin, da sehe ich auch gleich schon die nächste Arbeit. Da muss ich mal die Dachrinne, die muss ich mal säubern. Hier steht ja noch eine große Fichte daneben. Die verliert immer die Nadel, ne? Also die Arbeit geht mir garantiert nicht aus hier. So, da drehe ich mich mal rum und schneide mal hier weiter. Ich bin jetzt hier schon ziemlich weit oben. Das täuscht jetzt, weil im Hintergrund das Gelände ist natürlich ein bisschen höher da, ne? Die Kamera, die steht jetzt auf der Hütte drauf. Und jetzt schneide ich hier oben die Äste weiter ab. Die Thuja, die ist hier oben ziemlich schlank und dünn. Also die Äste, die kann man auch noch ganz gut da mit der Astschere abschneiden. Da braucht man keine Motorsäge da oben. Das ist so ganz schön schwierig aus dem Winkel da mit der Astschere, dass man die richtig an den Baum ansetzt. Man müsste ja am 90-Grad-Winkel zum Stamm praktisch. Das ist halt schwierig, da aus der Position das so zu schneiden. Außerdem bin ich noch gehandicapt mit meinem Specknacken. Ich kann ja kaum nach oben gucken. Das ist ja wie so eine Halskrause. Aber ich will ja nicht klagen, ich mache hier einfach ganz munter weiter. So, die Spitzen oben, da konnte ich fast 1 Meter schon runternehmen. Aber wie gesagt, ich mache ja nur den Aufwand, weil ich die ja gar nicht richtig fällen kann, ne? Das ist ja hier so eng zugebaut alles. Irgendwas wird dann zerstört, wenn ich es runtersäge, ne? Viel zu gefährlich, deswegen mache ich das Stück für Stück, trage ich das ab. Und wenn man dann den ganzen Stamm dann praktisch freigelegt haben, dann können wir dann auch mit der Motorsäge oder mit der elektrischen Kettensäge, da können wir dann auch den Stamm dann einkürzen.
eigentlich wollte ich euch die Bilder hier nicht zeigen, weil das ist schon grob fahrlässig, wie ich das so mache. Also bitte passt auf, wenn ihr da sägt, so, das ist schon wirklich sehr gefährlich. Da müsst ihr ungeheuer aufpassen dann. Ich finde die elektrische Kettensäge viel besser, die ist leichter für Überkopfarbeiten und man kann so ganz schnell an- und ausschalten. Hier in der Szene, da wollte ich es wieder ausreizen und wollte ich gleich ein großes Stück rausschneiden, aber da ist gleich dann so das Unglück passiert, aber zum Glück ist der Zaun heile geblieben. Und nach dem Unglück, da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, da gehe ich ein bisschen langsam an die Sache ran hier, da mache ich das ein bisschen manuell. Nicht, dass ich mir noch die Dachrinne hier kaputt schlage und alles zerstöre. Das will ich auch nicht, ne? Nicht, dass ich dann noch einen Haufen mehr Arbeit habe hier, bloß weil ich wieder ein bisschen schneller sein wollte. Durch das langsame Abgetrage hier, da dauert das alles viel länger, ne? Ich wollte eigentlich viel schneller fertig sein. Eigentlich sollte der Film gar nicht so lange gehen hier. Aber naja, gut, dann machen wir das halt. Ihr könnt ja vorspulen, wenn es zu langweilig wird. Guckt euch dann das Ende halt bloß an, wie die Wurzel ausgegraben wird. Ich habe hier dann erstmal den Arbeitstag beendet, dann am nächsten Tag dann weitergemacht. Hier seht ihr mal die Asthaufen, da kommen schon gigantische Haufen zusammen, ne? Also ruckzuck hat man einen riesen Haufen von der Thuja. Da springen wir jetzt mal zum nächsten Tag. Ja, da habe ich ja gestern noch ganz schön was geschafft. Leider war mein Akku leer, bei der Kamera war auch der Strom alle. Ja, heute ist Sonntag, können wir keinen Krach machen, aber wir brauchen ein bisschen Spaten und eine Hacke. Und da werden wir hier mal die Stümpfe ausbuddeln. Da hole ich mal das Werkzeug. Die ersten zwei Bäume hier, das ist noch vom Vorbesitzer. Den einen da, den hat der Boden eben abgeschnitten. Ja, das ist echt schwierig, den dann rauszukriegen. Den zweiten hat er ein bisschen mehr dran gelassen. So. Da ist noch so ja, ein bisschen mehr als ein Meter. Da kann man noch halbwegs hebeln dann mit der Wurzel. Und mein Stück, das ist halt so 2 Meter, locker 2 Meter ist das lang. Da hat man richtig schön Hebel dann. Hier könnt ihr nochmal schön sehen, was die Thuja eigentlich für ein Müll ist. Die hat außen nur 10 cm vielleicht Grünes und der Rest ist nur Mist, nur Dreck. Ich nehme hier so eine Spitzhacke, das ist die von den 7 Zwergen. Die nehme ich mir und da mache ich hier immer so einen Graben. Wenn ihr eine freie Thuja habt, da könnt ihr links und rechts einen Graben machen. Die Wurzeln, die sind gar nicht so dick, die kann man ganz leicht mit der Hacke kann man die so raushebeln und zerstören. Das ist nur ab und zu mal eine, dass die ein bisschen dicker ist. Da muss man vielleicht ein bisschen stärker hebeln oder gegebenenfalls mit dem Hackerbeil die mal durchschlagen. Aber in der Regel sind das ganz dünne, feine Wurzeln, die kann man leicht so raushebeln. Wie gesagt, in der freien Fläche rechts und links einfach einen Graben machen mit der Hacke. Und dann macht er immer den vorderen. Da macht er auch so 20-30 cm und da kann man die eigentlich relativ leicht rausziehen. Also die Wurzeln, die sind so 20-30 cm in der Erde. Und wie gesagt, ist nur ab und zu ist mal eine dickere dabei. Die Arbeiten, die sind natürlich schon ziemlich schwer. Also für ältere Leute ist es echt schwierig. Da müsst ihr euch vielleicht mal Hilfe holen. Aber so als junger Mann, als junger dynamischer Mann, da muss man das natürlich alleine machen. Eigentlich ist der Stamm schon ziemlich locker, aber der hängt trotzdem immer noch irgendwo an der kleinen Wurzel. Da müsst ihr mal mit dem Spaten da ringsrum schlagen. Wenn ihr den schon so krumm gezogen habt, schlagt ringsrum, bis er sich dann halt löst. Ja, und auch für so einen jungen, dynamischen Mann ist das natürlich ziemlich anstrengend. Da muss man schon mal richtig durchschnaufen. Aber am Ende, da geht dann doch der Stamm raus und man hat es dann doch mal geschafft. Jetzt können wir uns die Wurzeln mal genau angucken. Also die Wurzeln, die sind alle unter 1 cm, die sind alle ziemlich dünn. Nur die eine da, die ist halt ein bisschen dicker. Da muss man halt vielleicht mal Gewalt anwenden, ansonsten ganz easy rauszuziehen. Da drüben am nächsten Baum, da haben wir jetzt mal so einen Fall, da haben wir so eine dickere Wurzel. Da muss man sich halt mal ein Hackebeil nehmen. Am besten ihr nehmt euch ein älteres Hackebeil, wenn er so in den Dreck schlagt, dann wird das natürlich stumpf. Da habe ich hier so ein ganz altes Hackebeil. Da muss man halt sich mal draufhauen, bis man die Wurzel dann mal durchgeschlagen hat. Wenn ihr die dicken durchgeschlagen habt, dann ist der Stamm auch ganz schnell locker. Da ist nicht viel dazu.
Und ganz wichtig, zwischendurch müsst ihr mal ein Päuschen machen, dass ihr euch nicht überlastet. Da guckt ihr mal ein bisschen rechts und links, was da so los ist. Naja, das ist doch ganz gemütlich. Wenn die Pause beendet ist und ihr schwingt euch runter, dann tut ihr gleich die kinetische Energie nutzen und zieht gleich mal fest am Stamm, um den schon mal zu lockern. Aber das geht leider nicht so einfach. Irgendwo ist ja noch so eine dicke Wurzel, die muss ich mal suchen. Also nehme ich mal wieder das Hackebeil und da haue ich hier wieder die Wurzel durch. Die sind manchmal schwer zu finden, die sind so ein bisschen unterm Dreck verborgen. Da müsste man den Dreck beiseite putzen, so dass die Wurzel immer schön frei liegt. Und dann haut er die einfach durch. Dann müsst ihr den Stamm wieder hin und her bewegen. Ne? Ihr seht selber, das ist schon eine schwierige Arbeit. Ihr habt bestimmt gedacht, ich habe die Lösung für die Hecke, wie sie leicht rausgeht. Aber die geht nicht leicht raus. Ihr braucht auf jeden Fall Kraft ohne Ende. Ich bin wirklich froh, ich trainiere ja hier immer in meiner Hütte, da habe ich ja ein Kraftsportstudio eingerichtet. Also ich bin da echt froh, dass ich so relativ muskulös bin und das hier noch hinkriege. Und irgendwann ist es dann doch mal geschafft und die Wurzel ist draußen. Also überlegt euch das gut, ob ihr so eine Thuja pflanzt. Macht lieber Obstbäume oder irgendwas anderes. So, ich bin fix und alle, ich muss erstmal eine Pause machen. Heute ist ja auch Sonntag. Ich kann ja hier nicht bloß arbeiten, ne? Ich muss mich ja auch entspannen. Mache ich jeden Tag 2 Bäume und da ist das Ding auch bei Zeiten weg. Ihr seid ja gut erholt, ihr Couch-Potatoes. Ihr habt ja noch rumgesessen und mir zugeguckt. Also, guckt noch weiter Videos. Ich habe noch viele tolle Sachen. Guckt mal auf meinen Kanal lang. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich wieder ein bisschen mehr Kraft habe. Also bis dann. Auf Wiedersehen. Jetzt seht ihr noch, was hinter den Kulissen so los ist. Sprich, die Outtakes. Also, viel Spaß. Vielen Zuschauern ist ja gar nicht bewusst, wie viel Arbeit das eigentlich macht, wie viele Szenen man abdrehen muss. In dieser Szene hier, da mache ich bloß einen kurzen Film und mache später dann ein Foto daraus. Das benutze ich dann als Thumbnail, was dann vor dem Video ist, also als Begrüßungsbild sozusagen. Ja, du. In der Szene hier, da wollte ich simulieren, wie leicht man eine Thuja rausreißen kann, also praktisch ein Fake, ein kleines Fake einbauen. Die Wurzel ist ja schon ausgegraben, ne? Da habe ich dann ein bisschen Faxen gemacht. Da wollte ich praktisch zeigen, wie easy ich das doch mache. Ich will ja hier ein bisschen andere Filme bieten, ich will ja immer mal ein bisschen was Lustiges einspielen, deswegen überlege ich mir immer so einen Quatsch. Hier, da mache ich den One-Inch-Punch von Bruce Lee. Müsst ihr mal googeln, vielleicht kennt ihn ja jemand. In der nächsten Szene, da wollte ich dann zeigen, wie man praktisch mit Meditation praktisch den Baum rausreißen kann. Ne? Aber ich habe dann die Szene doch nicht eingespielt, so. Es war doch ein bisschen zu albern. In der nächsten Szene, da wollte ich, da seht ihr den eigentlichen Abspann, so wollte ich es eigentlich ausklingen lassen, den Film. Oder ich mache doch noch nicht Feierabend. Ich bin ja sowieso, ihr seht's, ich bin völlig nass. Kann ich auch gleich ein bisschen Fitness da machen. Wir sind ja hier in meiner Gartenhütte, ne? Habe ich ja schon mal ein Video eingestellt. Könnt ihr mal gucken. Oh, da kann man ganz gemütlich runterkommen. Bisschen Gewichte stemmen zum Sonntag. Das ist doch ganz gemütlich, ne? Und ihr guckt noch Videos. Ah. Aber eigentlich brauche ich doch noch nicht Feierabend machen. Eigentlich kann ich doch gleich nochmal trainieren. Ich bin sowieso ein bisschen nass geschwitzt. Ist sowieso noch ein bisschen Zeit. Ich habe mich schon ein bisschen erholt. Da kann ich ganz gemütlich hier trainieren. In meiner Hütte. Früher, da hätte ich noch lange nicht Feierabend gemacht. Da wäre ich noch in die Hütte rein, in meine Gartenhütte. Da hätte ich noch trainiert. Da hätte ich die Handeln genommen. Und rumgeschwungen. Aber ich wäre gleich 40, Leute. Ich habe auch nicht mehr die Power. Deswegen, heute lassen wir das Training sein. Wir haben ja am Stamm rumgewürcht da. Ne? Dann lassen wir das mal gut sein. Gehen wir rein und erholen. Trinken mal einen Kaffee. Und was essen wir eigentlich? Ein paar Nudeln. Oha.
Also, auf Wiedersehen. Jetzt aber wirklich, ne? Tschüss.